Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast mit Lisa. Und Delilah, willkommen ihr Lieben, willkommen zurück zu einer wie immer sehr erfragten Folge. Ja, genau. Es gibt wieder eine Folge True Crime heute, presented by Delilah. Ja, und natürlich, unsere True Crime sind in der Regel immer ein bisschen länger. Darum werde ich mich mal schon am Anfang entschuldigen. Ich habe vor 3-4 Tagen meine Stimme verloren. Sie kommt jetzt wieder zurück und ich hoffe, ihr hört mich relativ okay, auch wenn meine Stimme leider vielleicht noch nicht ganz so zurück ist. Ich höre dich super. Normalerweise mache ich so, dass ich immer am Anfang euch ein bisschen so Informationen gebe zur Geschichte, zur Zeit, zum Land. Aber wir haben heute einen internationalen großen Fall, in dem 4 Länder involviert sind. Südkorea, Nordkorea, Japan und die USA. Und das ist einfach eine Unmenge Informationen, die ich bringen könnte. Also werde ich euch einfach die Geschichte erzählen und wo Informationen reinpassen, da werdet ihr ein paar Informationen bekommen. Super. Bin gespannt. Aber natürlich True Crime Korea. Wir fangen an in Südkorea und es handelt sich spezifisch um den 31. März 1970. Und wir befinden uns am Flughafen Gimpo. Das hatten wir schon mal erwähnt. Gimpo ist der kleinere Flughafen in Korea, in Seoul, der aber auch näher an Seoul dran liegt. Und an diesem Tag am Flughafen Gimpo herrscht extreme Unruhe. Tatsächlich sogar in der Army Base herrscht ein Notstand. Und natürlich dann im wichtigsten Teil von einem Flughafen, Lisa Katz, ich kenne sie auch mit Flughäfen aus, der wichtigste Teil ist so die Zentrale. Ich kenne das genaue Wort nicht, aber die Zentrale, wo die ganzen Kontrolleure drin sitzen, wo das Radar drin ist, wo man Flugzeugen Anweisungen gibt. Und da ist am meisten gerade totale Panik. Die Fluglotsen. Genau, die Fluglotsen, die sagen so, oh, gehen Sie auf die Höhe, fliegen Sie in dem Grad, ne, alles mögliche, was die Fluglotsen sagen, damit das Flugzeug perfekt landen kann oder auch Landebestätigung gibt. Und an diesem Tag ist aber absolutes Chaos in dieser Zentrale und sogar der Präsident des Landes von Südkorea darf an diesem Tag diese Zentrale nicht betreten, denn es ist absolute Geheimsituation in dieser Zentrale, absolute Notsituation in dieser Zentrale und die Situation ist absolut total angespannt. Die einzige Person, die diese Zentrale betritt, ist ein Mann in einer Militäruniform, der dann zu einem Fluglotsen hingeht. Dieser Fluglotse heißt Che Hee-seok, wer auch eine sehr wichtige Person heute ist. Che Hee-seok nochmal, ist ein Fluglotse in diesem Radar. Und der Mann in der Militäruniform kam in diese Flugzentrale rein und hat ihm gesagt, du wirst einen Anruf bekommen. Diesen Anruf bekam er auch. Und zwar von dem Leiter des koreanischen Geheimdienstes, also dem koreanischen CIA, Central Intelligence Agent. Und da wurde angerufen von dem Chef und der hat ihm gesagt, hör gut zu. In Kürze wird ein Flugzeug aus Japan in Richtung Korea kommen. Und an diesem Tag ist aber kein Flugzeug aus Japan geplant. Stellen Sie sicher, dass das Flugzeug landet, wo es landen muss, um jeden Preis. Und das ist sogar der Befehl unserer Exzellenz, unseres Präsidenten zu der Zeit, Park Chung-hee. Aha. Und es war so ein großes Ereignis, dass der Befehl an einen Fluglotsen ging von der CIA, von dem Präsidenten. Und man kann sich vielleicht vorstellen, was für Panik an diesem Flughafen gerade herrschen muss. Und keiner weiß genau, was los ist. Ihm wird nur gesagt, das Flugzeug muss da landen, wo es landen muss. Und er kriegt natürlich, weil der CIA ist, gar keine Information in dem Sinne. Er weiß nicht, warum gerade ein Flugzeug aus Japan kommt. Er hat keine Ahnung. Und dieser Che Hee-seok ist natürlich ein sehr, sehr guter Arbeiter. Er wurde auch ausgewählt, weil er sehr gut Englisch sprechen kann. Ist gerade mal, aber in dem Jahr, um die 28 Jahre alt. Und ist einfach halt nur als Fluglotse angestellt in der Army Base im Gimpo Airport. Und jetzt stellt sich vielleicht auch die Frage für euch, ein Flugzeug aus Japan? Fangen wir vielleicht einfach mal da an. Wir fangen in Japan an. Um was für ein Flugzeug handelt es sich? Das Flugzeug selber, ich habe wenig Ahnung, ist wohl eine Boeing 727, die halt zu den Japan Airlines JAL gehörte. Das heißt, ihre Nummer war JA8315 zum Beispiel. Und zu der Zeit wurde auf den japanischen Flugzeugen, das kennen wir schon mal, dass da vielleicht so Namen noch drauf gedruckt sind oder dass da Bilder drauf gedruckt sind. Und dieses Flugzeug spezifisch wurde Yodo genannt, weil es nach dem Fluss in Japan, dem Yodo-Fluss, benannt wurde. Und deswegen ist dieser Vorfall, von dem wir heute sprechen, in Japan als der Yodo-Go-Entführungsvorfall bekannt. Und in Korea, weil dieses Go einfach nur eine Zahlfunktion hat, in Korea ist dieser Fall als der Yodo-Ho-Hijacking-Incident, Entführungsvorfall bekannt. Also dieses Ho ist einfach nur so eine Zähler, wie bei Räumen auch, zum Beispiel einen Raum ist 10. Es geht um eine Entführung, hast du schon verraten. Es geht um eine Entführung. Ja, es geht um eine Entführung. Fangen wir mal mit dem Flug. Es war früher Morgen,
am 31. März 1970 und dieses Flugzeug von den Japan Airlines sollte von Tokio, von Haneda nach Fukuoka fliegen. Mhm. In diesem Flug, der Flug ist auch bekannt als Nummer 351, finden sich 138 Menschen an Bord, darunter 7 Crewmitglieder und 131 reisende Personen. Und natürlich ist ihnen jetzt noch nicht bekannt, dass es sich um einen Entführungsvorfall handelt. Das heißt, sie sind jetzt gerade, wir sind gerade von Haneda gestartet, nur ein paar Minuten, nicht mal lange. Wir sind jetzt gerade erst auf der Höhe angekommen, wo das Flugzeug reisen würde. Das heißt, wir sind gerade erst gestartet und sind jetzt auf der Flughöhe angekommen. Und unter diesen ganzen Passagieren, die an Bord waren, waren natürlich Touristen, Businessmänner, Unistudenten, Doktoren. Also für eine Konferenz anscheinend in Fukuoka gab es da eine wichtige Eventsache. Und es war einfach so ein ganzer Mix natürlich von Menschen aus dem ganzen Leben im Endeffekt. Also es war jetzt nichts irgendwie, wo man vermuten würde, da gibt es einen gewissen Grund, was die Person angeht. Einfach Menschen aus jedem Bereich des Lebens. Mhm. Und nun, wo das Flugzeug abgehoben ist und ein bisschen Zeit vergangen ist, wurde es auf einmal ein bisschen unruhig im Flugzeug. Und auf einmal haben junge Männer angefangen zu schreien. Und ganz vorne stand ein Mann, der ein Schwert in der Hand hielt. Und zwar ein japanisches Schwert. Mhm. Also diese Samurai-Schwerter, die man vielleicht kennt. Und Er hat nicht nur dieses Schwert in der Hand gehalten, er hat es geschwungen und hat es anscheinend so stark geschwungen, dass er den Vordersitz abgeschnitten hat. Und natürlich waren die Leute auf einmal sofort überrascht nach dem Motto, was ist denn hier los? Amoklauf, jetzt fragt euch wahrscheinlich, ein Schwert an Bord, wie bitte was? Erinnert euch, wir sind 1970. Und ich weiß, es klingt verrückt, aber zu der Zeit war es damals sehr, sehr einfach, eine Kabine frei zu betreten, zu verlassen. Natürlich nicht nach dem Motto, ich gehöre aus dem Haus und gehe ins Flugzeug. Das ist natürlich nicht klar, man muss Sachen kaufen oder so. Mhm. Aber diese Kontrollen, die wir kennen, gibt es erst seit dem Anschlag vom 11. September. Also diese ganzen harten Flugzeugregeln mit der Kontrolle, mit Waffen oder so, waren nicht so streng. Und man konnte relativ einfach in ein Flugzeug eintreten. Und sogar, man konnte damals relativ einfach sogar in Pilotenkabinen eintreten. Ich habe Geschichten gehört von Leuten, als sie noch Kinder waren. Da wurde dann gesagt, du hast Geburtstag, willst du mir mal Pilot reingucken, gucken, wie das Flugzeug fliegt? Also die Regeln waren damals einfach noch alle anders. Heute ist das ja so, wenn du auch nur aus irgendeinem Grund in die Kabine vom Kapitän rein willst, wirst du sofort wegen Terrorismus festgenommen. Wir sind aber jetzt gerade natürlich noch in einem ganz anderen Zeitalter. Wir sind noch in 1970. Und ungefähr, ich meine, Mount Fuji ist relativ nah noch an Tokio tatsächlich. Wir sind also noch relativ nah am Anfang des Fluges. Als man ungefähr auf der Höhe von dem Mount Fuji war, sind halt diese schreienden Männer auf einmal aufgestanden und darunter war ihr Anführer. Und die Anführer war gerade mal 27 Jahre alt und ist gerade erst von der Universität graduiert. Und sein Name war Takamalo Tamiya. Also ein Japaner, okay. Wir sind in Japan noch aktuell. Wir sind ja von Tokio heißt ja nicht, dass nur japanische Menschen an Bord sind. Das stimmt. Da dürfen ja auch andere mitfliegen. Genau, da hast du recht. Und er fing an zu erklären, was er tun will, indem er, wie gesagt, seinen Schwert zog, seinen Katana, dieses japanische Schwert, diesen Sitzangriff, möchte ich mal sagen, hat er diesen Sitz dann im Endeffekt zerschnitten. Und er hat geschrien, wir sind Ashita no Joe. Hier kommt die interessante Motivation so ein bisschen. Natürlich, Ashita no Joe selber ist nicht die Motivation. Was ist Ashita no Joe? Ashita no Joe übersetzt sich auf Englisch als Tomorrow's Joe, also zu Deutsch Joe von morgen im Endeffekt. Und es war eine sehr beliebte japanische Box-Manga-Serie, die zu der Zeit auch veröffentlicht wurde. Also am 1. Januar 1968 wurde dieses Manga veröffentlicht und lief bis 1973. Und in dem Manga geht es verrückt erstmal, ne? In diesem Manga, die Geschichte folgt einem jungen Mann namens Joe Yabuki und seiner Boxkarriere. Und das klingt jetzt erstmal auch noch alles sehr fragwürdig, was das mit einer Entführung zu tun hat. Und ich muss auch vorwegnehmen, also der Manga wird jetzt auch nicht dafür beschuldigt, dass er das gestartet hat. Der Manga ist heute auch immer noch sehr einflussreich, sehr populär. Viele andere Animes und Mangas beziehen sich auf diesen Manga. Und er hat auch sehr viel positive Kritik erhalten, besonders was die Geschichte und die Charaktere angeht. Die Sache ist aber die, dieser Manga war zu der Zeit... Es war einfach so eine Zeitgeist-Manga. Mhm. Zu der Zeit der Veröffentlichung war er sehr beliebt bei Arbeitern und Studenten in Japan. Denn dieser Joey, der ja seinen Kampf zu einer Boxkarriere zeigt, hat Probleme mit der Gesellschaft und mit der Wirtschaft, ist jetzt nicht sozial in den besten Ständen aufgestellt. Und viele eher ja niedrige gestellte Personen der Gesellschaft, niedrig verdienende Arbeiter, Studenten, konnten sich sehr gut mit dieser Person identifizieren und haben so diesen Kampf mit dem System nachvollziehen können, haben ihn dann als Ikone so ein bisschen sogar verehrt. Und besonders Leute, die sehr stark links orientiert waren. Also jetzt nicht so, wie wir sagen, sozial nett, sondern eher so stark kommunistisch vielleicht sogar orientiert waren, haben sich dann sehr damit angefreundet. Und so kam es dazu, dass diese Menschen, die jetzt heute auf diesem Flugzeug sind,
sich auch sehr damit identifiziert haben und deswegen geschrien haben, wir sind der Joe von morgen und haben im Endeffekt diesen Manga als einen Teil ihrer revolutionären Botschaft gesehen. Denn der Grund dieser Entführung geht sogar noch ein bisschen weiter und der ist natürlich politisch gelegt. Und es hat damit zu tun mit einer Gruppe in Japan, die sich die Rote Armee nennt. Also man kann sich schon vorstellen, die Rote Armee, es geht in Richtung Kommunismus, um die Ideale von Kommunismus. Und es hat alles mit dem Zeitgeist zu tun. Wir sind 1970, aber wir hatten ja 1968 noch den Einfluss von dem Vietnamkrieg in Europa, in Nordamerika, wo man dann ja auch gesehen hat, dass manche radikalen Ideale und Ideen gezogen wurden, dass Leute eine Antikriegsfriedengesellschaft haben wollten. Das war aber eher so die reicheren Länder. Wie gesagt, Europa, Nordamerika. Asien zu der Zeit war noch nicht so wohlhabend, weswegen Asien eigentlich relativ ruhig in dem Sinne war. Aber Japan, wo es schon früher modernisiert wurde alles, hat sich dann auch eher dem Westen angeschlossen, dass man diese Radikalen entwickelt hat und sehr kommunistisch schnell gedacht hat. Spezifisch diese Entführungsgeschichte jetzt, die ja in Japan gestartet hat, fing vor 15 Tagen an. Also am 15. März 1970 in Tokio wurde eine sehr wichtige Person festgenommen, und zwar Takaya Shiomi. Er war der Anführer der japanischen Roten Armee. Er war im Endeffekt der, der geschrien hat, ne, dass man Streitkräfte einsetzen muss, um die Welt kommunistisch zu machen. Und er hat diese ganzen radikalen, destruktiven, gewalttätigen, militanten Ideen in seine Gruppe gebracht und hat natürlich versucht, möglichst viele Leute auf seine radikale Gedenkensweise umzusetzen. Aber am 15. März wurde er ja festgenommen und als er, weil er natürlich viele Sachen anstiften wollte, er wollte fast einen Zivilkrieg anstiften, deswegen wurde er festgenommen. Als er festgenommen wurde, hat man unter seinen Sachen eine verdächtige Notiz gefunden und auf dieser Notiz stand einfach nur HJ, HJ. Und die Polizei war nicht so klar, was diese Notiz sein sollte, weil ihnen war natürlich auch klar, dass sie Sachen planen, aber es war nicht genauso klar, was vielleicht der Plan sein könnte. Jetzt aber 15 Tage später, beziehungsweise 16 Tage später, am 31. März, am frühen Morgen um 7.10 Uhr, als das Flugzeug von Haneda losgeflogen ist und man jetzt sieht, was an diesem Flugzeug passiert, an der Yodoro, ja im Endeffekt, dem Flugzeug, HJ Hijacking ist das englische Wort für die Entführung des Flugzeuges. Das heißt, er hatte, was man auch später in den Memoiren herausgefunden hat, diesen Plan, dass dieses Flugzeug entführt werden soll und hatte dafür Studenten radikalisiert, dass sie es für ihn machen sollen. Ach, noch nicht mal selber gemacht. Achso, vielleicht hätte er es selber gemacht, aber er wurde ja festgenommen, ne? Interessante Ansicht, ja, kann sein. Oder vielleicht haben sie sogar früher angefangen, weil er festgenommen wurde, dass sie auf jeden Fall eine Botschaft setzen wollten. Das ist eine gute Frage, ist natürlich schon einige Jahre her jetzt. Aber ja, wir sind jetzt zurück im Flugzeug und nachdem die Waffen rausgezogen wurden, nachdem das Schwert erstmal rausgezogen wurde, war natürlich allen Passagieren klar, oha, wir sind gerade in einem Hijacking-Situation, wir sind in einem Entführungsfall und natürlich kriegt auf einmal jeder Panik. Und natürlich über 100 Passagiere, das ist jetzt nicht so einfach für eine Person, aber ich habe gesagt, es haben mehrere Männer geschrien. Insgesamt hatten wir 9 Entführer im Flugzeug. Wahnsinn. Insgesamt waren es ja 138 Menschen. Wenn es 9 Entführer gab, haben wir somit 122 Passagiere und 7 Crewmitglieder. Was erstaunlich ist, was die Entführer angeht, aber ich habe es ja schon ein bisschen erklärt, sie wurden ja radikalisiert von einem Anführer, der eine Ideologie reingebracht hat und man kann besonders gut an Universitäten radikalisieren. Und viele dieser Studenten waren Studenten von hoch angesehenen Universitäten. Also wirklich, das haben wir in Asien so oft, dass Universitäten sehr hoch angesehen werden und dass da nur die Besten der Gesellschaft reinkommen, was Noten angeht. Und die Studenten, die daran teilgenommen haben, an dieser Entführung, waren Studenten von der Tokyo University und der Kyoto University. Sehr hoch angesehene Universitäten, also absolut bizarr für jeden, der erstmal von der Story gehört hat. Die, wenn ich das kurz einwerfen darf, diese 9-11-Piloten, das waren ja auch alles total gebildete Typen, die ja sogar auch in Deutschland lange gelebt haben, in einer WG zusammen, alle super Jobs hatten, irgendwie super engagiert waren. Also das müssen keine gesellschaftlichen Unterschichten sein oder so, die irgendwie aus solche Ideen kommen, ne? Nicht Unterschichten, aber ich finde es interessant, dass umso gebildeter man ist, dass man trotzdem auch manipuliert werden kann, weil viele Leute vergessen das. Manche Leute denken, ich bin zu klug, manipuliert zu werden, auch bei Kulten oder bei Sekten, was sowas angeht. Es gibt kein zu klug, manipuliert zu werden. Jeder kann manipuliert werden. Wahrscheinlich schon am Ende des Tages, ja. Und wie gesagt, der Tamiya, der Anführer, hatte ja ein Katana, ein Samurai-Schwert im Endeffekt. Aber es waren noch insgesamt 8 andere dabei. Das heißt, sie waren auch nicht ohne Waffen. Sie hatten sogar selbstgemachte Pistolen und Pipe-Bombs, also so kleine gemachte Bomben im Endeffekt dabei. Und das war natürlich absolut erschreckend und unheimlich. Und dann haben sie halt auch versucht, natürlich ins Cockpit einzubrechen. Als das anfing, haben dann natürlich die gestressten Piloten nach Hilfe gerufen. Man wollte natürlich sofort die Air-Kontrolle wissen lassen, was gerade passiert. Das heißt, zum Glück, die Information ging raus,
aber in dieser extremen Situation konnten sie nicht viel machen. Die Entführer waren im Endeffekt auf dem Weg, ins Cockpit reinzukommen. Sie waren auf dem Weg, das Flugzeug zu entführen. Sie haben damit angefangen. Es gibt da zwei, wie soll ich sagen, verschiedene Zeugenaussagen, dass entweder ihnen gesagt wurde, vielleicht, falls ja auch 9 Leute sind, dass sie verschiedene Sachen gemacht haben, kann ja auch sein. Es gibt Leute, die sagen, dass sie mit einer Wäscheleine an die Sitze festgebunden wurden. Und es gibt Leute, die sagen, ihr sollt euch nicht bewegen, tut die Hände über den Kopf. Und dann haben sie die Hände über dem Kopf mit einer Wäscheleine zusammengebunden. Also im Endeffekt wurden von sie von den gefesselt. Passagieren? Nee, die Entführer haben die Passagiere gefesselt. Ja, das mal, genau, die Passagiere. Aber da hatten sie ja richtig viel Material. Wie fesseln die denn da 200 Leute? 100 Leute. Aber ja, sie hatten auf jeden Fall extrem viel. Ich meine, gut, eine Wäscheleine ist relativ lang. Vielleicht muss man da einfach nur einmal, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall haben sie da die Leute natürlich okay, auch mit den Waffen unter Panik gemacht. Und natürlich, sie sind auch ins Cockpit eingedrungen und haben dann die Waffen, die sie hatten, ein Messer an den Hals des Kapitäns dann gehalten, gesagt, wir sind die Rote Armee und wir übernehmen jetzt die Kontrolle über dieses Flugzeug. Mhm. So hat es natürlich die Gruppe geschafft, die Yodoro zu entführen im Endeffekt. Sie haben ein Schwert, ein Messer an den Hals der Kapitäne gehalten und gefordert, und das ist jetzt der Punkt, wo die Story einfach unglaublich wird, sie haben gefordert, dass sie über den Pazifischen Ozean zur Karibik fliegen, und zwar nach Kuba. Denn wir sprechen ja von der Roten Armee und zu dieser Zeit war Kuba der kommunistische Himmel. Die Entführer haben gedacht so, wow, wenn wir nach Kuba gehen, dann können wir da wirklich unsere japanische Rote Armee ausbauen. Wir können eine starke militärische Gruppe werden. Wir können im Endeffekt unsere revolutionären Mächte verbünden und verstärken, wenn wir nach Kuba fliegen. Deswegen war die Idee, dass man nach Kuba, genau, ein Paradies, dass man nach Kuba fliegt. Dass man diese militärische Kraft, die man vielleicht daraus kriegt, nach Kuba zu fliegen, dass man das dann wieder nutzt, um nach Japan zurückzukehren und dann dort einen revolutionären Krieg zu starten. Also die Idee war von der Gruppe an sich sehr gewaltvoll. Also die Rote Armee in Japan war eher auch mit Gewalt und Militär gedacht. Also im Endeffekt wollten sie nicht diplomatisch handeln, sondern sie wollten wirklich eine gewaltvolle Weltrevolution sogar starten. Das hat man darin gesehen, dass sie natürlich einerseits vor Terrorismus und Gewalt nicht zurückschrecken, aber auch schon lange vor diesem Vorfall geplant haben, was heißt geplant haben, sie haben gesagt, sie haben gedroht, dass sie einen Zivilkrieg zwischen Tokio und Osaka sogar starten wollen. Also die Gruppe an sich hat immer schon sehr, sehr viele problematische Sachen gesagt, weswegen auch der Entführer im Endeffekt festgenommen wurde vor dieser Entführung. Und jetzt sind sie ja in diesem Cockpit und fordern, wir müssen nach Kuba fliegen. Die Crew bestand ja aus 7 Leuten und der Captain Shinji Ishida war jetzt auch kein, wie soll ich sagen, das klingt komisch, kein gewöhnlicher Mensch, no ordinary person, sondern er ist jemand, der schon sehr, sehr viel geflogen ist. Er ist ein Veteran von über 10.000 Flugstunden und erstaunlicherweise blieb er sehr ruhig im Gespräch mit den Entführern. Mhm. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Entführer alle sehr jung waren, ein bisschen radikalisiert wurden. Ich meine, klar, sie waren eigentlich smart, sie waren eigentlich klug, aber sie haben irgendwie nicht drüber nachgedacht, vielleicht ein anderes Flugzeug zu entführen, denn sie haben ein Flugzeug entführt, was von Haneda nach Fukuoka fliegen sollte. Das ist eine Strecke von 1 Stunde, 2 Stunden maximal. Und dann musste der Pilot ihnen erklären, wir sind hier gerade in einem Flugzeug, das Kurzstreckenflüge fliegt. Und deswegen ist dieses Flugzeug nicht in der Lage, bis nach Kuba zu fliegen. Ach so, ja, die haben ja wahrscheinlich nicht genug Sprit dabei gehabt. Das ist ja eine längere Strecke, ne? Genau. Ich meine, so an sich plant ein Flugzeug natürlich nicht nach dem Motto so, oh, wir müssen mal eben hier rüber fliegen. Genau, das ist auch das Zweite, was da noch kommt. Erstmal sind sie geschockt nach dem Motto so, Moment mal, dieses Flugzeug kann gar nicht nach Kuba fliegen. Und dann sagt der Pilot, wir haben nur genug Sprit, um nach Fukuoka zu fliegen. Egal, was ihr machen wollt, ich kann nur in Fukuoka landen. Und natürlich sind die Entführer jetzt da und denken sich so, what the, was machen wir jetzt? Oh nein, das, ja, total, das ist aber auch wirklich sehr dusselig, muss man ja sagen. Immerhin kann man in der Situation über sie lachen. Also es ist einfach unglaublich. Aber ja, und ein Glück, dass der Pilot natürlich Ruhe behalten hat, das muss man sagen, ist auch als Held natürlich gefeiert auf der Art und Weise. Aber wie du sagst, wahrscheinlich, weil er auch älter und erfahrener war und das halt junge Typen irgendwie waren, ne? Da hat man wahrscheinlich so eine Grundruhe und durchschaut die dann halt auch wahrscheinlich. Natürlich waren es die Entführer total überfordert, geschockt und haben gesagt, okay, wir landen in Fukuoka, aber wenn wir landen, dann nur unter dem, was wir fordern. Das heißt, okay, es wurde gesagt, wir landen. Natürlich hat der Captain gedacht, wenn wir nach Fukuoka gehen, durch die Radiostation wissen ja schon die Leute vor Ort, dass das Flugzeug entführt wurde. Das heißt, es ist die Hoffnung, dass wenn das Flugzeug dann in Fukuoka tatsächlich landet, dass die japanische Regierung etwas tun würde. Dieses Flugzeug selber ist 1 Stunde 40 Minuten, nachdem sie von Haneda gestartet sind, im Flughafen Fukuoka gelandet. Natürlich ist die japanische Regierung in dieser Zeit nicht still geblieben, denn man hatte im Endeffekt 1:30 Stunden, sich darauf vorzubereiten. Das heißt, vor Ort war schon
schon das japanische Verkehrsministerium involviert, also das Ministry of Transportation im Endeffekt. Mhm. Denen wurde jetzt gesagt, ihr habt die Verantwortung, die Sicherheit dieser Passagiere zu gewähren. Denn aktuell hatten wir ja 129 entführte Personen auf diesem Flugzeug. Mhm. Eine der wichtigsten Personen in diesem Fall ist ein Mitglied dieses Ministry of Transport, und zwar der Vizeminister Chinjiro Yamamura. Und er sollte dafür verantwortlich sein, diese Recovery Efforts, also wenn man mit dieser Airline spricht und wenn man sagt, hey, diese Verhandlungen im Endeffekt durchzuführen, dass man die Entführten wieder zusammenbekommt. Und natürlich, weil man schon eine Stunde vorher Bescheid wusste, wurde nicht nur das Verkehrsministerium involviert, sondern die Nachrichten haben davon erfahren, interessanterweise. Und obwohl das Flugzeug eine Stunde später, nachdem das angefangen hat, dass sie natürlich entführt wurden, gelandet ist, war der Flughafen bereits voll von Nachrichten, von Medien. Also im Endeffekt, das wurde alles aufgezeichnet, wie dieses Flugzeug landet. Krass, das war flott, ja. Und wie man da die Verhandlungen mit dem Flugzeug führt. Also das ist ein riesen TV-Event geworden, was es so live in Japan noch nie gab. Das ist ein totales Highlight gewesen im Endeffekt. Highlight im negativen Sinn natürlich. Aber es war etwas total Neues und Erschreckendes für die Nation, weil man hat ja bis dahin noch keine strengen Fluggesetze in dem Sinne, was wir ja schon besprochen haben. Mhm. Aber man hatte bis dahin auch noch nicht die Erfahrung gehabt, dass ein Flugzeug entführt wird. Das heißt, auf einmal hatte man das erste Mal die Entführung eines Flugzeuges, wo einfach hunderte Menschen leben, in Gefahr sind. Das war ja so in der Vergangenheit, diese ganzen Gesetze, die wurden halt immer wieder nachjustiert, immer wenn irgendwie sowas passiert. Und dann sind die Angreifer auch irgendwie schlauer geworden und dann, ah ja, okay, dann, ach, das ist jetzt verboten, ah, dann müssen wir das so und so machen. Und dann danach wurde dann wieder nachjustiert und irgendwann hat sich ja dieses ganze Sicherheitssystem so aufgebaut, ne? Aber erstmal hat man wahrscheinlich auf Vertrauensbasis gesetzt. Traurig, dass es nicht funktioniert mit Vertrauen. Ja gut, jetzt sind wir auf jeden Fall in der Situation, wo um 9 Uhr morgens an diesem Tag halt die japanische Airline, dieser Flug 351, landet in Fukuoka und halt nicht nur von den Behörden erwartet wird, sondern auch von der Media und einer Horde von Leuten, die einfach zuschauen wollen, von Gaffern im Endeffekt. Und das Wahnsinn. Ist einfach erstaunlich, wenn man da die Videos so findet, wie viele Menschen da einfach stehen, dieses Flugzeug erwarten. Die Entführer haben natürlich gesagt, wenn wir landen, dann aber nur unter unseren Voraussetzungen. Und sie haben ja gesagt, wir haben Waffen, wir haben Bomben. Wenn ihr nicht macht, was wir wollen, dann werden wir dieses Flugzeug in die Luft jagen. Okay. Das heißt, sie hat natürlich extreme Probleme und weil sie einfach 129 Menschen hat, mit denen sie im Endeffekt handeln konnten, hatte man natürlich ein großes Problem, klar, irgendwie die Passagiere dazu zu retten. Und es gab ein ewiges Hin und Her, wo gedroht wurde, wenn ihr nicht macht, was wir wollen, dann töten wir euch. Also hat man gesagt, okay, wir machen einen Deal. Und der Deal klingt erstmal nicht so großartig. Der Deal war der, dass sie 23 Passagiere rauslassen für mehr Sprit. Für mehr Sprit, der genug war, um ihre neue Destination, ihr neues Ziel erreichen zu können. Und von 129 sind 23, das ehrlich gesagt, natürlich kein tolles Ergebnis. Aber die japanischen Behörden haben sich so ein bisschen, ja, sag ich mal, verloren gesehen, weil sie mit dieser Drohung von Bomben nicht viel erreichen konnten. Ach. Was ist das neue Ziel? Ich habe schon am Anfang erwähnt, dass viele Länder involviert waren. Das neue Ziel ist Nordkorea. Wie kamen sie jetzt da? Also da auch kommunistisch, okay, aber ansonsten, wie kamen sie jetzt da drauf? In dieser Art und Weise, genau, ja. Es ging darum, dass Nordkorea so ein bisschen ja das nächstgelegenste, also wenn man mit wenig Sprit rechnet, mit einem kleinen Flugzeug rechnet, dann wäre Nordkorea das nächste, was die ähnlichen Ideale hat. So zumindest haben sie es ein bisschen argumentiert. Und an sich, es klingt jetzt erstmal von unserer modernen Sicht auch sehr, sehr fragwürdig. Zu der Zeit tatsächlich haben diese Entführer Nordkorea möglicherweise als ein ideales alternatives Land gesehen, das halt Gleichheit und Freiheit betont und dieses Ideal auch sehr stark verkörpert, weil sie in dem Sinne noch stark kommunistisch belegt waren. Und das habe ich halt jetzt bei einer Nachforschung auch erfahren, was mich sehr geschockt hat. Aber wir haben ja schon mal davon erzählt, dass es in Korea diesen Wirtschaftsboom gab, in Südkorea. Es gab ja diesen Wirtschaftsboom. Mhm. Der fing erst an, Ende der 60er, aber richtiges Hanwunder war ja in den 80ern. Das heißt, zu der Zeit, 1970, war Nordkorea wirtschaftlich besser gelegen als Südkorea. Stabiler zumindest. Und das hat mich sehr überrascht. Deswegen war es natürlich aus deren Sicht zu der Zeit gar keine schlechte Idee. Wie gesagt, das Wunder vom Hanfluss kam erst viel, viel später. Wir sind jetzt gerade noch in der Verwaltung von Park Chung-hee, der ja damals auch eher eine Diktatur der wirtschaftlichen Entwicklung hatte. Mit ihm hat das aber auch gestartet. Also er wird in Korea so 50-50 gesehen. Sehr negativ, sehr positiv gesehen, weil er diesen Wirtschaft gestartet hat, aber halt auch einiges halt auf die Diktaturart gemacht hat. Und deswegen war in den Augen der Roten Armee wahrscheinlich Nordkorea gar keine schlechte Idee. Aber das haben sie sich dann nochmal so spontan an Bord überlegt. Also Entschuldigung, was sind das für Amateur-Terroristen? Also echt. Okay, also, ah ja, wo könnten wir denn noch hin? Was ist
ist denn noch so ganz schön? Okay, Nordkorea. Naja, gut. Anyway, bitte fahren Sie fort. Das ist einfach unglaublich, ich weiß. Ja. Ja, es geht weiter mit dem Flug. Und natürlich, die Gruppe hat gesagt, wow, wir haben im Endeffekt gekriegt, was wir wollen. Vielleicht sogar noch besser, denn wir haben immer noch 106 entführte Leute an Bord. Wir haben also immer noch Handlungsmaterial auf der japanischen Seite. Wer rausgelassen wurde, waren größtenteils Frauen und Kinder und die Ältere. Klar, ja. Das war allerdings natürlich nicht, worauf die ganzen Behörden gehofft haben. Es gab auch relativ wichtige Personen tatsächlich in diesem Flugzeug. Es waren sehr wichtige Personen. Eine wichtige Person aus Japan war Shigeaki Hinohara. Das war ein, wie soll man sagen, in Japan hoch angesehener, dienstältester Arzt und Pädagoge, der in der ganzen Welt tätig war. Das war also für Japan einerseits war er sehr wichtig. Aber jetzt geht's weiter. Ich habe auch erzählt, dass die USA involviert war. Denn auf diesem Flugzeug waren zwei sehr bedeutende Personen aus Amerika. Und das ist total krass. Und zwar einerseits der zukünftige römisch-katholische Erzbischof und Kardinal Stephen Fumio Hamao war einer der Passagiere des Fluges. Und der Direktor von Pepsi, Herbert Brill. Ach. Krass, oder? Das ist aber echt krass. Zu der Zeit hat sich dann die USA gesagt, okay, wir müssen jetzt die CIA reinholen, weil wir können auf gar keinen Fall zwei amerikanische Bürger nach Nordkorea schicken. Dann haben die ja totales Handlungsmaterial gegen uns. Denn wenn Nordkorea diese entführten Menschen kriegt, kriegt ja Nordkorea Potenzial mit den Ländern zu verhandeln. Mhm. Das heißt natürlich, dieses ganze Flugzeug war jetzt absolut noch in totaler Panik eigentlich noch. Die ganzen Leute, die da drinnen sitzen, haben Panik. Und jetzt soll es auf einmal nach Korea losgehen. Also es war einfach unglaublich. Aber man hat diesen Deal gemacht. Sie haben Sprit bekommen und dann hat man ihnen, wie soll ich sagen, die freie Bahn gegeben, dass sie wieder von Fukuoka losfliegen können. Aber sie haben vorher noch eine Karte bekommen, damit sie den Weg nach Korea finden. Denn hier kommen wir jetzt zu einem Problem mit dieser Reise nach Nordkorea. Die Piloten, die japanischen Piloten, sind lokale Piloten. Die fliegen von Haneda nach Fukuoka, die fliegen vielleicht nach Sapporo, die fliegen im Land. Das sind nicht Leute, die Erfahrung haben mit internationalen Flügen. Das sind nicht Leute, die wissen, wo der Flughafen in Nordkorea ist. Das heißt, das ist schon mal das erste Problem. Dann, okay, ja gut, sie haben eine Karte bekommen. Mit der Karte müsste man ja dann wahrscheinlich nach Nordkorea finden. Dann haben sie sich diese Karte angesehen und das war keine detaillierte Flugkarte. Es war eine Karte aus einem Schulgeografiebuch. Also so eine billig gemalte, die einfach nur die Linie von Nord- und Südkorea, wie diese Linien aussieht. Kannst du dir vorstellen, so eine Schulkarte, wie man sich die so alten deutschen Schulkarten vorstellt? Ja, aber von wem haben sie die bekommen? Die hatten die Terroristen vorbereitet. Als dieser Deal gemacht wurde, dass die Passagiere rausgelassen wurde, hat man ihnen die Karte gegeben, zu sagen, okay, hiermit könnt ihr nach Nordkorea fliegen. Ja, aber wer, okay, das ist ja unverantwortlich von den Autoritäten, denen irgendwie eine Karte zu geben, mit der die nicht fliegen können. Die Piloten sind natürlich jetzt total, wie sollen wir denn damit fliegen? Das ist absolut lächerlich. Mit dem ganzen Druck. Gut, vielleicht haben die auch gesagt, ja, die hat nicht viel Zeit. Nach Nordkorea fliegt keiner. Aber mit so einer Karte kann man einfach nichts machen. Und ich denke natürlich, dass die Motivation natürlich auch ist, dass die auf gar keinen Fall nach Nordkorea kommen sollen damit. Aber man riskiert damit auch so ein bisschen das Leben der Piloten. Eben. Die so nach dem Motto, ja, die sollen das dann selber regeln. Wir geben denen jetzt erstmal so eine schlechte Karte und dann sollen die das mal selber mit denen klären. Und das ist heute auch gar nicht anders. Natürlich seitdem der Koreakrieg ist, gibt es zwischen Süd- und Nordkorea eine DMZ, eine Demilitarized Zone. Das ist eine keine Fliegenzone. Das heißt, wenn dieses Flugzeug auch nur in die Nähe kommt von dieser DMZ, wird dieses Flugzeug in der Regel abgeschossen. Ah, die darf nicht überflogen werden. Okay, verstehe, ja. Und die Piloten haben panisch versucht, diesen Entführern zu erklären, dass das die Situation ist, dass wir keine gute Karte haben, dass wir auf jeden Fall über diese DMZ fliegen müssen. Und wenn wir es nicht schaffen, Nordkorea zu kontaktieren, werden wir abgeschossen. Aber die Entführer waren vergewissert in ihrer revolutionären Mission, dass Nordkorea auf gar keinen Fall ein Problem für sie sein wird, denn sie sind die japanische Rote Armee und sie würden es persönlich schaffen, den damaligen Herrscher Kim Il-sung von ihrem Anliegen zu überzeugen und sich mit ihnen zu verbünden. Sie würden auf jeden Fall gut angenommen werden. Das war diese Traumüberzeugung, die die Rote Armee hatte. Und das einzige Hilfreiche, was dem Piloten im Endeffekt gegeben wurde, was wahrscheinlich viele Piloten an sich einfach kennen, war die weltweite Frequency. Also man hat ja so eine Radiowelle, wo man mit den Türmen kommuniziert und es gibt eine weltweite Frequency, wo alle zuhören können. Und über diese Frequency sollten sie versuchen, Nordkorea zu erreichen, wenn denn Nordkorea in diese Frequency reinhört. Was natürlich auch wieder ein totales Lotto-System eigentlich ist. Kriegt man's nicht. Und diese Weltfrequency, wo jeder reinhören kann, ist 121.5. Wie gesagt, da kann jeder reinhören. So, also der Flug 351 wurde jetzt vollgeladen. Ja, genau, los geht's. Ja. Vollgeladen, hat eine Karte in der Hand, hat eine Frequency, die sie anrufen können. Auf geht's, fliegen wir los, auf dem Weg nach Nordkorea.
man hat natürlich nicht die besten Erwartungen, gerade mit den Leuten, die jetzt nach Nordkorea fliegen. Aber das Flugzeug ist unterwegs und es fliegt jetzt auch langsam nach Korea, es fliegt über die Berge und es erreicht die 38. Parallele, auch bekannt als die DMZ, die Demilitarized Zone. Und ab hier gibt es kein Zurück mehr. Natürlich panisch versucht die ganze Zeit die Pilot über diese Weltlinie irgendwie Kontakt zu Nordkorea aufzubauen, damit auf gar keinen Fall irgendwas passiert. Aber weil es natürlich keine diplomatischen Verbindungen gibt von Nordkorea zu irgendeinem anderen Land, außer vielleicht China, ist die Hoffnung, dass sie überhaupt einen Controller, überhaupt einen Flughafen erreichen, sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also sind sie trotzdem panisch auf 1215 und versuchen jemanden zu erreichen. Und hier kommt die Person ins Spiel, von der ich erwähnt hatte, Choi Hee-seok. Er ist die Person, die an dieser Linie sitzt. Er sitzt an 1215 und ihm wurde gesagt, du musst auf jeden Fall, wenn dieses Flugzeug anruft, ihnen die nächste Frequenz geben, dass sie den Flug nach Nordkorea schaffen, dass sie Antwort bekommen. Und als sie dann also in 121 gesagt haben, oh, wir sind aus Japan, wir Pyongyang, wir müssen euch erreichen, hat dann Choi Hee-seok gesagt, hier ist Seoul, Flugkontrolle. Mhm. Und hier ist die Frequenz, die ihr jetzt anrufen müsst, wenn ihr zum Norden weiterreisen wollt. Mhm. Und also haben sie jetzt zum Glück eine neue Frequenz bekommen, mit der sie weiterfliegen können. Und Momente später nur, auf einmal, nordkoreanische Kampfflieger, weil sie in der Nähe der DMZ sind. Und zum Glück, sie haben zwar Feuer gestartet, aber zum Glück war es so, wie soll man sagen, so falsche Patronen oder so Abwehrpatronen, dass man sich einfach nur erschreckt, dass man nicht abgeschossen wird im Endeffekt. Also Warnschüsse haben sie dann bekommen. Sie haben Warnschüsse im Endeffekt bekommen und haben aber dann über diese neue Frequenz endlich eine Antwort über das Radio bekommen. Und das Radio hat bestätigt, hier ist Pyongyang. Mhm. Absolut grottiges Englisch, starker koreanischer Akzent, aber endlich haben sie Kontakt gemacht. Und natürlich mussten jetzt irgendwie bizarr erklären, warum sie nach Nordkorea fliegen mussten. Und das war anscheinend ein Hin und Her, es war nicht einfach. Es wurde ihnen aber gesagt, okay, also im Endeffekt wurde ihnen dann die Landebestätigung gegeben. Natürlich waren die Entführer total begeistert. Sie haben im Endeffekt jetzt, ja, wir haben die Landebestätigung bekommen. Endlich sind wir mit unseren kommunistischen Verbündeten in Kontakt. Und das war natürlich für die Piloten und für die Passagiere ein absoluter Albtraum, denn jetzt war ihnen nicht ganz genau klar, was los ist. Und so war es, dass um 15.19 Uhr der Flug 351 in Milim Airport im Osten von Pyongyang gelandet ist, wo sie das kennt man vielleicht, wenn man so diese Bilder aus Nordkorea sieht, dass da immer diese Militärleute sind, die diese Uniformen tragen und sowas. Also die waren natürlich auch vorbereitet, weil man hat gehört, okay, die kommen jetzt hier an. Das heißt, man hatte nordkoreanische Soldaten, Polizeimänner, hochrangige Offiziere, die diese Menschen begrüßt haben. Tatsächlich sogar in der Ferne, weil man halt von diesem Flugzeug gehört hat, weil diese Reise vom DMZ zum Flughafen noch ein bisschen dauert, hat man auch Zivilisten gehabt, die natürlich neugierig waren und Willkommensschilder gezeigt haben und begeistert waren. Und man hat auch koreanische Lieder gehört im Hintergrund. Und natürlich haben die Entführer gedacht, wow, wir sind jetzt endlich in der großartigsten Nation, in unserer direkten Umgebung, mit der wir unsere Revolution starten können. Mhm. Als sie dann gelandet sind, hat man über die Speaker, also ich weiß nicht genau, ob man es draußen war oder ob man irgendwie im Flugzeug das mit dem Radio verbunden hat, über die Speaker konnte man dann anscheinend hören, dass gesagt wurde, wir sind die Demokratische Republik Koreas. Also im Englischen heißt ja Nordkorea Democratic People's Republic of Korea, was ja nichts mit Demokratie zu tun hat. Ah, Demokratische. Auf Deutsch, wie heißt das People dann? Volksrepublik? Also das. Ach so, stimmt, gute Frage. Ja, das heißt, stimmt, auf Deutsch heißt das nochmal irgendwie Demokratische Volksrepublik, das kann sein. Und auf Englisch auf jeden Fall Democratic Republic. Und das finde ich immer so irritierend, wenn man online irgendwelche Sachen ausfüllt. Oder ich fülle manchmal was für meinen Mann und mich aus. Zum Beispiel wollen wir nächste Woche verreisen und da musste man so Einreiseformulare machen. Und da denkt man jedes Mal so, hey, was muss ich jetzt auswählen? Mist, was war das nochmal? Weil die nennen sich einfach Democratic Republic. Das ist doch eine Frechheit eigentlich. Das ist aber ein Schema, was du sehr oft in kommunistischen Ländern siehst. Das ist total auf jeden Fall. Nordkorea heißt Democratic People's Republic of Korea. Ja. Interessanterweise, habe ich damals auch noch nie erwähnt, im Koreanischen heißt Nordkorea Joseon, also die nennen sich selber Joseon. Und zwar, wir wissen ja, das große Königreich in Korea damals war Joseon und Nordkorea sagt sich, wir sind die Überbleibsel des richtigen koreanischen Königreichs, deswegen nennen sie sich Joseon. Sehr interessant. Naja, auf jeden Fall gab es halt diese Ansage, dass es sich um dieses Land handelt und dass sie regiert werden vom großartigen Führer Kim Il-sung, zu der Zeit natürlich noch. Und dass sie alle die willkommen heißen, die gegen den japanischen Imperialismus kämpfen. Und sie deswegen so gut willkommen geheißen wurden. Und das war natürlich mit dieser Ansage dann auf jeden Fall für die Entführten sehr, 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 sehr unberuhigend. Denn sie haben natürlich diese Ansage auch gehört und haben sich jetzt gedacht, oh Gott, was passiert jetzt?
Die Entführer waren auf jeden Fall natürlich begeistert, dass sie jetzt erstmal diese Verbindung aufbauen konnten. Diese Mission ist natürlich absolut wichtig für die Japaner, für die USA und auch natürlich Korea, die jetzt involviert waren. Das heißt, man hat sofort überlegt, okay, wie können wir jetzt die Rescue Mission starten? Wie können wir jetzt die Sicherstellung der Entführten starten? Das ist, man muss jetzt oder niemals reagieren. Und darum kommen wir jetzt nochmal zurück zu der Perspektive von Korea. Denn ich habe euch ja gesagt, dass Choi Hee-sok eine sehr wichtige Person war. Und ihm wurde gesagt, dass das Flugzeug um jeden Preis dort landen muss, wo es landen soll. Dieser Ort war allerdings nicht Pyongyang, sondern Gimpo in Seoul. Mhm. Laut ihm, also er wurde vor kurzem interviewt, das ist relativ interessant, ihn reden zu hören. Er hat das erklärt, die Situation war absolut ernst. Also zu der Zeit kam mir wirklich der Leiter der CIA zu ihm und hat mit ihm gesprochen. Und die CIA zu der Zeit war so mächtig, wir hatten noch so eine Diktatur, die war so mächtig, dass sie sogar fliegende Vögel vom Himmel fallen lassen. Die konnten einfach alles machen, mhm, sagt man so ein bisschen in Korea. Mhm. Und das Flugzeug musste herunterkommen. Er hat aber keine Information gehabt. Nichts. Er wusste gar nichts. Er wusste nur, ein japanisches Flugzeug wird den koreanischen Luftraum betreten. Ah, okay. Mhm. Und dieses japanische Flugzeug... Die Sache ist die, es gab keine Information, habe ich schon erzählt, es sollte kein Flug aus Japan kommen eigentlich. Das heißt, ja, das Flugzeug wurde beschossen, aber nicht als es die DMZ betreten hat, sondern als es den Luftraum von Busan erreicht hat. Es waren Warnschüsse aus Südkorea, weil das Flugzeug gar nicht in diesem Luftgebiet sein sollte, weil sie ohne vorherige Erlaubnis eingeflogen sind. Zum Glück waren es nur Warnschüsse und wahrscheinlich in der DMZ hätte man richtige Schüsse benutzt. Okay. Daraufhin startete natürlich, als dieses Flugzeug reingekommen ist, sofort die Luftwaffe startete sofort den Jagdtrupp, weil es denen auch nicht ganz so bekannt war. Das heißt, als sie dort dann gesehen haben, das Flugzeug ist kein Kampfflugzeug, sondern ein ganz normales Flugzeug von einer nationalen Fluggesellschaft in Japan, der Japan Airlines, ein Verkehrsflugzeug, genau, ein Passagierflugzeug, hat man dann erkannt, um was es sich handelt. Und zwar natürlich das Flugzeug, das in Korea Yodoho genannt wird und in Japan Yodoko. Mm. Für dieses Flugzeug gab es ja nur einen Weg, damit sie wirklich im Flughafen von Pyongyang landen können, indem sie dieses Pyongyang-Kontrollzentrum, dass sie da Funkkontakt herstellen. Und wie wir ja schon wissen, haben sie ja diese Allgemeinfrequenz benutzt, 1215, wo jeder zuhören kann. Und deswegen war Choi Hee-sok absolut panisch, als er da an diesem Radar saß. Er hat gesagt, ich war am Schwitzen, mir ist schwindelig, wenn ich nur drüber nachdenke, es war gruselig. Denn ich musste auf jeden Fall dieses Yodoho nach Gimpo zum Flughafen bringen. Wenn ich versage, mir wurde gedroht, dass sie mir mein Leben wegnehmen. Es gibt nur einen Weg, ich muss dieses Flugzeug irgendwie abfangen. Ich muss dafür sorgen, dass sie nicht zuerst mit Pyongyang Kontakt aufnehmen, sondern dass ich das abfange, dass ich mit ihm kommuniziere. Mhm. Deswegen mussten sie auf jeden Fall irgendwie es schaffen, sie zuerst zu täuschen, egal wie erforderlich. Und deswegen hat die CIA ihm erlaubt, das ist eine Sache, die nicht erlaubt ist in irgendeiner Art und Weise, es wurde ihm erlaubt zu sagen, wir sind die Demokratische Volksrepublik Koreas. Das heißt, ihm wurde erlaubt zu sagen, wir sind Nordkorea. Das ist absolut illegal, natürlich normalerweise. Ach, der hat die also quasi veräppelt? Theoretisch. Okay. Es war ihm erlaubt, das zu sagen. Aber wir sind natürlich in einer Situation, wo er es noch die Erlaubnis hat. Ja. Wenn er diese Menschen halt nicht rettet, dann könnten 100 Menschen getötet werden, über 100 Menschen getötet werden. Das heißt, dieser Moment, einfach wie er das gefühlt hat, diese Verantwortung, die er hatte, und er hat einfach selbst gedacht, ich bin erledigt. Wenn ich das nicht mache, bin ich selber tot. Also war er absolut die ganze Zeit auf dieser Allgemeinfrequenz. Panisch sitzt er an dieser Allgemeinfrequenz, 1215, und er hofft, dass er auf jeden Fall irgendwie diese Yodoho bekommt, dass er sie hört. Und er ist sicher, dass sie da auf jeden Fall auch funken werden. Ihm wurde ja auch nicht gesagt, wo sie funken werden. Klar, ihnen wurde in Japan gesagt, der Yodoho, benutzen sie die Frequenz, aber es war ihm nicht klar. Aber er musste auf dieser Frequenz sitzen, weil er dachte, wo sonst sollen sie funken? Die kennen Pyongyang nicht. Es gibt keine eindeutige Frequenznummer von Pyongyang. Das heißt, jeder würde wahrscheinlich die allgemeine Notfallfrequenz benutzen, die allgemeine Weltfrequenz. Und das Problem ist aber, dass natürlich Pyongyang sie auch hören könnte, wenn sie denn zuhören. Das heißt, er müsste dafür sorgen, dass er dieses Flugzeug zuerst schnappt. Und deswegen war er bereit, er hatte die ganze Zeit den Finger auf den Knopf, dass er sofort antworten könnte. Sobald er was hört. Und es ist relativ interessant, ihn zuzuhören, weil er natürlich sehr emotional davon redet, wie er einfach nur auf diese Hand geguckt hat und am Schwitzen war und nervös, aber den Schweiß nicht abwischen konnte, weil er einfach die Hand nicht heben konnte. Also es ist natürlich, er war selber in so einer Todessituation. Und endlich dann, auf dieser Station, hat er gehört, hier ist JAL 8315, also das Flugzeug. Hört ihr mich? Liest du mich? Endlich war der Funkkontakt. Und er hat nicht nachgedacht, einfach nur sofort gedrückt und gesagt, hier ist das Seoul Control Center. Mhm. Ihm wurde ja gesagt, dass er sagen darf, dass er Nordkorea ist. Ah, das haben sie aber schon vorher gesagt. Okay, das also haben der sie Plan vorher wurde schon so gesagt. Eigentlich schon geschmiedet dann, okay. Genau, aber er hat erst reagiert mit, ich bin das Seoul Control Center. Du denkst jetzt erstmal so, oh nein, er hat schon verkackt. Aber seine Überlegung war gar nicht so dumm.
Denn er hat gesagt, wenn ich über die Weltfrequenz sage, dass diese Linie, mit der ich gerade rede, ja, Pyongyang ist, dann sind alle anderen Flugzeuge, die gerade zuhören könnten, die werden panisch. Die kriegen doch die absolute Herzattacke, dass sie von mir hören, so, dass hier Pyongyang mit den Leuten redet. Also wurde, hat er gesagt, hier ist Seoul Control Center, und dann hat ja das Flugzeug aus Japan gefragt, wie kommen wir nach Pyongyang? Habt ihr die Frequenz vom Pyongyang Kontrollzentrum? Er hatte einfach das Glück, er hat gemerkt, oh, okay, ich habe geantwortet, ich lehne mich kurz zurück, ich hol tief Luft, und dann hat er ihnen gesagt, wenn ihr mit Pyongyang reden wollt, dann wählt die Frequenz 131.4. Und diese Frequenz, und das war dann seine, war die Frequenz vom Flughafen Gimpo. Das heißt, er hatte jetzt erstmal die Sicherheit, dass er das Flugzeug auf jeden Fall in der Hand hat, dass er sich da keine Sorgen machen musste. Ist der schlau. Absolut. Also als ich das gehört habe mit dem Seoul Control Center, dachte jeder erstmal, nein, du hast es vergangen. So. Aber ja, zum Glück hat es funktioniert, dass er sie auf eine private Frequenz im Endeffekt leiten konnte. Dann hat natürlich das Flugzeug die private Frequenz angerufen, und er war aber dieselbe Person. Und jetzt haben sie sich gedacht, oh nein, würden die jetzt merken, wenn ich auch noch antworte auf derselben Linie? Und er hat einfach, er hat nochmal Luft geholt und hat gesagt, okay, ich werde jetzt einfach noch selbstbewusster mit lauterer Stimme reden und mit einem gebrochenen Englisch so ein bisschen, damit ich was anders klinge, selbstbewusster. Und hat geantwortet, ja, hier ist Pyongyang Kontrollzentrum. Und daraufhin hat dann einfach die Yodoho geantwortet, ah, Pyongyang, bitte geben Sie uns Informationen, wie wir zu eurem Flughafen kommen. Und hat natürlich dann versucht, die Situation zu erklären. Das hatten wir gerade schon erklärt, dass sie dann in Kommunikation waren, dass sie viel hin und her hatten und dass sie jetzt endlich in Kontakt mit, in Anführungszeichen, Pyongyang waren. Das heißt, zum Glück ist ihnen nicht aufgefallen, dass sie mit derselben Person reden. Ja, ja. Ach man, das musst du auch erstmal schaffen, so zu Schauspielern. Absolut. Und die Person war gerade mal 28, war eigentlich nur Fluglotse. Also man ist jetzt auch kein professioneller Schauspieler oder sowas gewesen. Ja. Und man muss jetzt auch noch umdenken. Man wollte natürlich nicht irgendwie verursachen, dass die Entführer denken, dass sie nicht nach Nordkorea fliegen. Das heißt, sie konnten sich einfach so einen Dreher machen und sagen, hier landen, so fliegen sie mal eben hier nach Seoul rüber. Auch wenn die Karte vielleicht nicht ganz bekannt war, muss man trotzdem vorsichtig sein. Das heißt, sie haben versucht, sie so zu führen, dass sie in Gedanken noch auf dem Weg nach Nordkorea waren. Das heißt, sie haben erstmal gesagt, so, oh, halten Sie die 260-Grad-Richtung, fliegen Sie erstmal in die Richtung weiter. Und im Endeffekt haben sie dann versucht, so eine Art Kurve zu machen, wie wenn man in Incheon landen würde. Man hat so ein bisschen gesagt, 200 Grad, 180 Grad. Das heißt, man hat gefühlt, sind sie nach Nordkorea geflogen. Und als sie dann diese Kurve gemacht haben, hätte man denken können, dass sie in Pyongyang landen. Weil einfach diese Wegstrecke, die sie geflogen sind, etwas vielleicht verwirrend war für, wenn man nach Gimpo landen würde. Dadurch, dass sie diesen Umweg so ein bisschen gewählt haben, konnte sich der koreanische Luftraum auch so ein bisschen Zeit gewinnen. Einerseits haben wir natürlich dann die koreanische Luftwaffe gehabt, die noch ein bisschen das auch verfolgt hat, das Flugzeug. Aber sie konnten Zeit gewinnen durch diese großen Kreise, den sie gedreht haben. In dieser Zeit haben sie gemerkt, wenn dieses Flugzeug in Gimpo landet, dann haben wir ein kleines Problem, weil die Entführer werden sofort merken, dass sie nicht in Nordkorea sind. Das heißt, durch diesen Umweg müssen wir jetzt jede Minute nutzen, die wir haben, dass wirklich nichts aussieht wie Seoul, dass sie wirklich denken, dass sie in Pyongyang sind. Die müssen sich vorstellen, dass wir in Pyongyang sind. Und man hat sofort in der Minute, wo man wusste, dass dieses Flugzeug jetzt in Gimpo landet, alle Flüge und Landungen storniert. Taegugi, die koreanische Flagge, wurde abgenommen vom Flughafen. Das gibt es sonst nie in einer Art diktatorischen Land. Die ganzen Flaggen wurden abgenommen. Und, das kann man sich gar nicht vorstellen, die nordkoreanischen Flaggen wurden aufgehangen. Das ist das erste Mal, das einzige Mal, dass in Korea die nordkoreanische Flagge hing. Du, die musst du aber auch erstmal haben. Ich meine, also, die CIA von Korea war involviert. Ich nehme an, dass die wahrscheinlich solche taktischen Sachen eventuell haben, aber ja, schon krass. Das organisiert, aber nichtsdestotrotz, ne? Also absolut krass. Es ist ja das erste Mal, dass die südkoreanischen Boden die nordkoreanische Flagge gehisst wurde. Und es war natürlich, um die Tarnung zu machen. Und man war wirklich bereit, alles zu machen. Und der Countdown war am Laufen. Man hatte sehr, sehr wenig Zeit. Es ging nicht nur darum, die Flagge zu ändern. Es gibt noch viel, viel mehr. Südkoreanische Sprache ist anders. Die Sachen, die man kaufen kann, sind anders. Englisch wird in Südkorea benutzt. Man hat wirklich versucht, alles, was in der Nähe vom Flughafen ist, abzudecken, zu entfernen. Man hat wirklich alles bewegt, um Sachen abzudecken und zu entfernen. Das ist einfach unglaublich, was die in dieser kurzen Zeit geschafft haben. Und in aller Eile aus der Nachbarschaft hat man sogar Frauen versammelt, Anwohner versammelt, so als wie gecastete Schauspieler, die ja dann die Leute sein sollten, die sie empfangen mit den Schildern so, hey, ja. Und sogar eine kleine Gruppe von Mädchen von einer Schule in der Nähe wurden gecastet, um nordkoreanische Begrüßungslieder zu singen, um es authentisch wie möglich zu machen. Und das haben sie alles geschafft. Durch diesen Umweg haben sie sich 30 Minuten geholt. Das heißt, sie hatten 30 Minuten bis zur Landung. Das haben sie in dieser Zeit alles geschafft. Das ist unfassbar. Allein schon den Kindern, die Lieder beizubringen. Allein schon das. Das habe ich halt gedacht, weil nordkoreanische Lieder, die haben so eine eigene Art und Weise zu singen auch, ne? Das ist sehr interessant. Ja.
Na gut, vielleicht, wenn das jetzt auch nicht so ganz perfekt war, aber das merken die Touristen, die Terroristen ja auch nicht sofort. Ne? Und ich meine, was sie ja bewegt haben, und vor allem, dass ein anderes Land sagen würde, ja, hier, das ist unser Land. Damit rechnet ja auch kein Mensch. Nee, ja, genau, damit rechnest du ja auch nicht. Also, Wahnsinn. Auf jeden Fall haben sie natürlich die ganze Landebahn geräumt und haben die Armee zusammengetrommelt, damit sie im Endeffekt die koreanischen Offiziere darstellen konnten. Und es war, wenn man sich das so vorstellt, an diesem Flugzeug eine absolute Katastrophe. Und ja, dann ist das Flugzeug tatsächlich angekommen. Ich habe euch ja ein bisschen veräppelt vorher. Das Flugzeug ist gelandet in Korea, aber halt nicht in Nordkorea, sondern in Südkorea. In Gimpo tatsächlich. Denn natürlich die Motivation war die, man kann ja nie im Leben einfach mal diese 106 japanischen, amerikanischen entführten Menschen nach Nordkorea schicken. Und wer weiß, was dann in Nordkorea mit denen gemacht wird. Also hat man sich dann last minute von Japan, von USA aus mit der koreanischen CIA in Verbindung gesetzt und gesagt, wir müssen sofort eine Lösung finden. Das ist erstaunlich, was die auf jeden Fall dieser kurzen Zeit da zusammengebaut haben, weil diese drei Länder, klar, vielleicht denken wir heute sehr verbunden mit denen einander, aber zu der Zeit hatten jetzt auch nicht die größte Zusammenarbeit miteinander. Man hat ja mit Japan, Korea noch eine sehr junge, schwierige Vergangenheit gehabt. Die USA ist ja vielleicht jetzt langsam so in Südkorea wegen dem Koreakrieg noch gewesen. Also es ist eine Verbindung, die schon sehr erstaunlich ist, finde ich, für die 1970er, was die da auf die Beine gebracht haben. Mm. Jetzt ist der Moment, sie sind in Gimpo gelandet, was aussieht wie Pyongyang. Sie wurden begrüßt von Leuten, die aussehen wie Nordkoreaner, von Leuten, die gesagt haben, dass sie Nordkoreaner sind. Sie wurden begrüßt von der Demokratischen Volksrepublik im Endeffekt. Und jetzt denkt man sich so, ja, jetzt sind die Entführer begeistert, jetzt kommen sie zur Tür. Nur leider wird die Geschichte in diesem Moment leider noch nicht besser. Denn sie gucken sich um und sie sagen sich, ist das Pyongyang? Wir sind uns nicht sicher, ist das hier Pyongyang wirklich? Einer der Anführer, dieser Entführer, hat tatsächlich sogar ein Buch geschrieben. Ich meine, das ist immer so eine Mistsache, ne? Dass diese Leute, die fragwürdig sind, Bücher schreiben, noch mehr Geld zu machen. Auf jeden Fall hat er ein Buch geschrieben, wo er von dieser Situation tatsächlich berichtet. Er sagte selber, wir haben viele Fragen gestellt an die verantwortlichen Personen. Und die Fragen waren es nicht klar. Und wir haben schließlich darauf bestanden, dass sie uns ein Bild von Kim Il-sung bringen. Weil normalerweise in Nordkorea hat man ja überall ein Bild von dem großen Herrscher. Dieses Jahr in jedem Gebäude ist so ein Bild von dem. Und er schreibt aber in seinem Buch, er hat das gefragt und er hat gesagt, ja, ich bringe es euch. Hat das Flugzeug verlassen und kam nie wieder zurück. Das war schon so unklar. Und dann guckte er sich um und klar, sie haben alles gemacht, was sie tun konnten, 30 Minuten, aber sie waren nicht ganz perfekt. Er schaut sich um und er sieht Flugzeuge von Northwest Airlines, Amerika. Und dann sieht er ungewöhnliche Sachen, englische Sachen, zum Beispiel, oh, tanken mit Shell. Shell? Fragwürdig. Und dann sieht er in der Ferne, dass da ein dunkelhäutiger Soldat in einem Jeep sitzt. Dunkelhäutige Menschen in Nordkorea, in der koreanischen Polizei? Alles fragwürdig. Und dann merkt er auf einmal so, das kann irgendwie nicht stimmen. Und deswegen hat er gefragt, dass er ein Bild von Kim Il-sung bekommt, um bestätigt zu bekommen, dass er auch wirklich in Nordkorea ist und nicht gerade von irgendjemand verarscht wird, der vielleicht Südkorea ist. Ist ja auch nicht so eine tolle Bestätigung, ne? Also wenn sie sogar die Flagge vorrätig hatten, würde es mich jetzt nicht wundern, wenn sie halt von dem auch ein Bild irgendwo hätten. Aber naja, gut. Tatsächlich am Bild hat's gescheitert. Und wo es am meisten dran gescheitert hat, war wieder einfach Dummheit. Und nach einer Weile, als sie auf dieses Bild gewartet haben, fragte einer der Entführer den Soldaten in der Nähe vom Flugzeug auf Englisch, "Here's so?" Und die Antwort von dem Kerl war, ja. Und du denkst einfach nur so... Wer hat das geantwortet? Jemand, der am Flughafen arbeitet in Korea, in Südkorea. Ach so, oh nein. Ja, die Tarnung ist aufgeflogen. Die Leute wussten sofort, wir sind in Südkorea. Die ganze Operation ist fehlgeschlagen. Und wenn man sich überlegt, was die geschafft haben, dass das alles ein Misserfolg war, ist einfach so, was? Nein. Das ist nicht gelaufen, wie es laufen sollte. Okay, aber Moment mal, wo waren denn jetzt diese ganzen Leute in der Zwischenzeit? Immer noch im Flugzeug. Die haben sie erstmal festgehalten. Mussten an Bord warten. Die mussten warten, bis die Bestätigung hat, dass sie in Nordkorea waren. Weil die natürlich ihre Handelsoption nicht losgehen lassen wollten. Die wollten sicher gehen, dass sie auch da sind, wo sie sind. Und vorher werden sie natürlich ihre entführten Menschen nicht gehen lassen, ihre Geiseln nicht gehen lassen. Okay. Die Entführer sind natürlich enttäuscht und haben gedroht, das ist so nicht Pyongyang, wir werden hier die Bombe bereit machen, wenn ihr uns nicht betriebsbereit macht, dass wir auch nach Nordkorea kommen. Und jetzt haben wir natürlich eine echte Konfrontation. Denn jetzt haben wir das Problem, dass sie auf jeden Fall nach Nordkorea wollen, aber das läuft nicht, denn sie sind in Südkorea und Südkorea wird das mit Nordkorea nicht zulassen. Aber das Problem ist natürlich, dass man einfach die Passagiere hat. Und das heißt, Südkorea hat dann überlegt, wie können wir argumentieren? Und dann hat Südkorea sich überlegt, okay,
Wir erlauben euch, nach Nordkorea zu fliegen, wenn ihr die Passagiere gehen lasst. Aber die Entführer, die jetzt ja schon verarscht wurden, haben sich gesagt, nee, wir wurden ja schon hierhin verarscht. Ihr habt uns nach Seoul geschickt. Wenn wir die Passagiere gehen lassen, dann haben wir gar keine Handelsmöglichkeit mehr. Das heißt, wir werden die Passagiere auf jeden Fall hier lassen, damit ihr uns hier nicht noch weiterhin irgendwie den Plan umdrehen könnt. Und während diese ganzen Diskussionen stattfanden, die tatsächlich lange, lange stattfanden, die Passagiere sind noch einige Zeit an Bord. Und der Co-Pilot, die natürlich jetzt alle noch im Flugzeug sind, hat einen Pappbecher genommen und hat darauf Nummern und Aufenthaltsorte der Täter an Bord, ihren Waffen und so weiter geschrieben und hat diesen Pappbecher dann aus dem Cockpitfenster fallen lassen, damit die südkoreanischen Behörden das einsehen konnten, um zu planen, okay, was für Spezialeinheiten brauchen wir, wie können wir eindringen, wie könnten wir die japanische Regierung noch nachdrücklich darum beten, weitere Sachen zu machen, wie können wir die Sicherheit der Passagiere gewähren. Das heißt, die Information war auf jeden Fall schon mal super hilfreich. Und weil es ja keine Verbindung zu Nordkorea direkt gab, musste man anscheinend durch die Sowjetunion kommunizieren, dass man mit Nordkorea reden konnte. Und man hat irgendwie versucht, natürlich mit Nordkorea Kontakt aufzunehmen, weil man irgendwie jetzt eine Lösung finden musste, dass diese Passagiere freigelassen werden. Und Nordkorea hat tatsächlich sogar geantwortet und gesagt, wenn ihr das Flugzeug nach Nordkorea schickt, werden wir die Besatzung und die Passagiere auf Grundlage humanitärer Grundsätze sofort zurückschicken. Keine Sorge. Und das klingt erstmal nach einer tollen Antwort, aber erst im Jahr davor wurde ein koreanisches Flugzeug von Nordkorea entführt und deswegen war Südkorea ja nicht sicher, dass Nordkorea dieses Versprechen halten wird. Denn Nordkorea ist ja sehr bekannt dafür, dass sie diese Geisel auch gerne nutzen würden und wahrscheinlich die Freigebung auch verweigern könnten. Das heißt, man war jetzt so dieses Ja, wir haben das Ja gekriegt, aber wir haben die Panik, dass es trotzdem nicht funktionieren wird. Die japanische Regierung hat gesagt, okay, wie können wir das lösen? Wir müssen auf jeden Fall die Ausreise nach Nordkorea genehmigen. Das heißt, Südkorea, wenn wir eine Lösung finden, genehmigt uns, dass wir nach Nordkorea fliegen, auch wenn jetzt Nordkorea uns nicht genau sagen kann, dass wir zurückfliegen können. Wir brauchen trotzdem die Bestätigung, dass wir fliegen können. Trotzdem vorher, bevor wir fliegen können, haben wir das Problem, wir haben erstmal die zwei Amerikaner an Bord, die natürlich super wichtig sind und die wahrscheinlich in Nordkorea noch schlechter behandelt werden würden wie die Japaner, weil sie ja feindliche Ausländer sind dazu noch. Das heißt, man muss auf jeden Fall erstmal eine Lösung finden, wie kriegen wir die Passagiere, wie kriegen wir so viele Passagiere wie möglich raus, wie wir es in Fukuoka hatten. Viele rausholen, damit wir irgendwie eine Lösung finden können. So kam es dazu, dass ein Flug aus Japan startete, noch am 31. März, ein Sonderflug aus Japan, auch von der Japan Airlines, mit Shinjiro Yamamura. Der Vize-Verkehrsminister, der ja dafür verantwortlich war in Fukuoka auch, die Sicherung der Geisel sicherzustellen. Und er selber ist mit einem Sonderflugzeug nach Korea geflogen und ist in den Morgenstunden des 1. Aprils in Seoul gelandet und hat daraufhin erstmal den südkoreanischen Verteidigungsminister, den Verkehrsminister Beck und den Innenminister Park getroffen und mit denen verhandelt, dass es irgendwie eine Lösung gab. Und die Lösung, die er gefunden hat, ist absolut erstaunlich. Shinjiro Yamamura am dritten Tag, also die Geisel wurden 3 Tage lang festgehalten, am dritten Tag des Vorfalls am Flughafen von Gimpo gingen diese Behörden zum Flugzeug, um wieder zu reden. Und Yamamura sagte, wenn ich gehe, lasst ihr die Passagiere frei. Ich gebe mich als Geisel und ihr lasst die Passagiere frei. Und die Entführer haben gesagt, okay, das machen wir. Wir nehmen dich, wir brauchen aber trotzdem noch die Piloten, um das Flugzeug zu fliegen. Das heißt, alle Passagiere bis auf 3 Piloten wurden freigelassen im Austausch dafür, dass der Vizeminister für Verkehr und Transport, also Yamamura, zum Flugzeug mit nach Nordkorea fliegt. Und das ist eine erstaunliche Aufopferung, weil wir ja natürlich nicht wissen, ob dieses Flugzeug jemals zurückfliegen wird. So haben wir es jetzt. Am 3. April um 18.05 Uhr startete das Yodoho-Flugzeug vom internationalen Flughafen Gimpo und überquerte tatsächlich DMZ, also die Zone, wo man eigentlich nicht fliegen darf, weil ja ihnen schon von Nordkorea durch diese Verhältnisse gesagt wurde, okay, ihr könnt reinfliegen, wir schießen euch nicht ab, wir schicken euch vielleicht zurück. Das heißt, dieses Flugzeug startete also, es ist über den nordkoreanischen Luftraum eingedrungen und selbst zu diesem Zeitpunkt hat der Captain des Flugzeuges immer noch keine anständige Karte. Und selbst nachdem er den nordkoreanischen Luftraum betreten hat, gab es keine Reaktion auf das Funkgerät oder auch auf irgendeine Art und Weise zu versuchen, mit Nordkorea zu kommunizieren. Das heißt, man ist blind geflogen, obwohl man jetzt schon an diesem Punkt war. Und er ist einfach irgendwie mit der Karte blind in Richtung Pyongyang International Airport geflogen. Und es war jetzt auch schon dunkel, die sind ja um 18 Uhr gestartet im Endeffekt. Zum Glück, der Captain, habe ich schon gesagt, ist Veteran gewesen und hatte sogar Erfahrung als Ausbilder der Nachtspezialangriffseinheit während des Krieges. Aber zum Glück hatte er Ahnung, auch nachts zu fliegen, hatte auch Erfahrung damit, mit kleinen Landebahnen zu landen und hat gesehen, dass der Flugplatz in Milim, der ja in Pyongyang ist, zum Glück hat er den Flugplatz gesehen, eine sehr, sehr kleine Landebahn hatte. Ja. Und hat einfach gesagt, okay, wir werden jetzt versuchen, hier zu landen. Und tatsächlich haben es geschafft, dort zu landen. Aber auch die Reise nach Nordkorea war also kein Zuckerschlecken. Als sie dann in Nordkorea gelandet sind,
forderte die nordkoreanische Seite sofort natürlich die Entwaffnung. Man wollte sicher gehen, dass diese Entführer jetzt auch natürlich auf ihrer Seite sind, nicht auf einmal versuchen, Nordkorea anzugreifen. Also haben sie ihre Waffen niedergelegt und dann halt das Flugzeug verlassen, nachdem ihnen klar war, sie sind jetzt auch wirklich in Nordkorea. Und ob das jetzt war es oder nicht, weiß man nicht genau, weil natürlich die Information jetzt eher aus Nordkorea kommt. Angeblich waren diese Schwerter, Pistolen und Bomben keine richtigen Waffen, sondern eher so Imitate und Spielzeugwaffen. Attrappen, ja. Aber bis dahin wurden sie ja schon benutzt. Also wie sehr das jetzt Spielzeug war und wie sehr das ungefährlich war, kann man nicht genau sagen. Mhm. Und somit haben wir jetzt insgesamt die 9 Entführer, Yamamura als Geisel und die 3 Piloten. Das heißt, wir haben 13 Personen, die von der nordkoreanischen Behörden in Gewahrsam sichergestellt wurden. Das heißt, erstmal sind sie jetzt in Nordkorea und sie wurden noch nicht sofort zurückgeschickt. Mhm. Also nach Ankunft der Yodoho verschärfte Nordkorea so ein bisschen seine Haltung und erklärte, dass die baldige Rückkehr der Besatzung des Flugzeuges nicht garantiert werden kann. Und sie warfen so ein bisschen der japanischen Regierung vor, dass sie nicht wissen, was sie tun und dass die das Problem aufgezwungen haben, dass sie sich jetzt um solche kriminellen Gruppen kümmern müssen und dass wir nicht dafür verantwortlich sein sollten, was ihr schlecht gemacht habt und dass man jetzt so ein Verhör gegen Yamamura erstmal anstalten musste in Nordkorea, dass man erstmal erklärt, was hier alles fehlgelaufen ist, um das richtig auch zu inhaftieren, was hier fehlgelaufen ist. Das heißt, es war also in Nordkorea sehr, sehr problematisch. Sie haben als ein Geschenk der Gastfreundschaft einen Film am Abend zum Ausruhen bekommen, anscheinend. Also ich weiß auch nicht genau, was das für eine Information ist, aber ja. Okay. Interessanterweise, am nächsten Tag, am 4. April, hat Nordkorea, ich glaube, Nordkorea wollte so als der Gute Böse dastehen, also der Gute mit viel Macht, hat Japan erneut kritisiert, wie die es zulassen konnten, dass das überhaupt passiert ist, hat aber dann angekündigt, wir werden jetzt das Flugzeug und die Besatzung aus humanitären Gründen zurückgeben. Und gleichzeitig werden wir der kriminellen Gruppe Asyl genehmigen, weil wir damit in Ermittlungen festgestellt haben, dass diese Maßnahmen angemessen sind und wir deswegen jetzt angemessene Maßnahmen einleiten werden und die Leute hier behalten werden. Mhm. Weil sie tatsächlich dieses Flugzeug gesagt haben, okay, wir können es zurückschicken, war natürlich die Reaktion der japanischen Regierung erstmal, vielen, vielen Dank Nordkorea, dass ihr dieses Flugzeug zurückschickt. Und sogar im Tagebuch vom Ministerpräsidenten zu der Zeit, Sato, hat er geschrieben, wir sind alle sehr glücklich und absolut dankbar für die Freundlichkeit Nordkoreas. Das ist auch ein Satz, den man, glaube ich, sonst nie im Leben lesen würde. Also auch absolut interessant. Genau, am 4. haben sie ja gesagt, ihr könnt zurückfliegen, wir geben Asyl. Und dann am frühen Morgen des 5. April endlich wurde das Flugzeug zurückgeschickt vom Flugplatz in Pyongyang und ist aber nicht nach Seoul geflogen, sondern natürlich direkt, weil die Inhaber allenfalls Japaner waren, ist sofort dann zurück nach Japan tatsächlich. Okay, aber nur mit den Passagieren als Insassen oder? Nur mit den 3 Piloten und mit dem Geisel Yamamura. Ah, ja. Also die Entführer wurden natürlich alle ins Asyl gelassen. Also die Entführer wurden alle nach Nordkorea reingelassen. Und die Entführer wurden im Endeffekt in Nordkorea willkommen geheißen. Sie sind jetzt aktuell in Nordkorea. Das Flugzeug ist dann also von Nordkorea losgeflogen und in Haneda direkt gelandet, weil es ja original in Haneda gestartet ist an diesem Tag. Das war ja ein totales Event, das gab es in Japan noch nie und das ist so ein kleines Tipp, was ich interessant fand. Das wurde alles live übertragen im Fernsehen von 19:30 bis 21:30 an dem Tag, wo das Flugzeug gelandet ist im Endeffekt. Und es hatte eine Zuschauerquote von 43%. Also die Hälfte der Nation hat dieses Landen des Flugzeuges angesehen, das endlich zurück nach Japan gekommen ist. Wahnsinn. Also im Fazit, Korea hat der Roten Armee Asyl gegeben, hat zum Glück den Vizeminister und die Besatzungsmitglieder nach Japan zurückgeschickt mit der Yodoho. Im Nachhinein, dieser stellvertretende Minister, der ja dann Geisel genommen wurde, ist natürlich danach Ikone gewesen, weil er sich ja aufgeopfert hat, weil er nicht wusste, wofür er sich im Endeffekt bereit erklärt. Und jedes Mal danach, wenn er jetzt im Amt kandidiert hat, wurde er auch gewählt, weil er einfach die Ikone auf die Leute vertraut haben. Und nur so ein kleines Tidbit an Information. Wie gesagt, sein Name ist ja Shinjiro Yamamura. Er hat gelebt von 1933 bis 1992. Und weil wir selten über japanische Crime-Fälle sprechen, er ist relativ jung gestorben, weil er 1992 von seiner zweiten Tochter ermordet wurde. Also auch nochmal eine ganz andere Story natürlich, aber er ist auf jeden Fall ein Held, der etwas tragisch gestorben ist. Wahnsinn. Und natürlich zweitens der Kapitän, der Captain, der die Yodoho geflogen hat, ist natürlich auch als Nationalheld bekannt worden. Er hat ja wirklich unheimliche Sachen geleistet, ihm war im Endeffekt auch nicht klar. Er musste ja das Flugzeug fliegen, er war auch nicht klar, ob er noch zurückkommt, aber weil er so gut gehandelt hat, weil er sogar in Nordkorea so gut landen konnte, war er natürlich auch eine Nationalheld im Endeffekt. Und dann sind wir bei der letzten Person, wo man sich fragt, was ist mit dem Fluglotsen, der wirklich in totaler Panik eigentlich alles leiten musste in Gimpo, in Südkorea. Hm. Was ist mit Tae-Hee-Sok passiert? Tae-Hee-Sok ist heute um die 80 Jahre alt. Korea wird ja das Alter auch ein bisschen anders gezählt, deswegen
deswegen sagen wir mal, er ist um die 80 Jahre alt. Natürlich, als es dann passiert ist, wurde ihm ganz viele Glückwünsche gegeben und ihm wurde ganz klar gesagt, du hast eine extrem wichtige Rolle gespielt. Aber in dieser Zeit, wo dieses alles noch stattgefunden hat, wo er auch am Flughafen war, noch kommuniziert hat, das waren ja 3 Tage, wie erstmal verhandelt wurde. In diesen 3 Tagen erhielt er einen Anruf vom Hauptquartier der Luftwaffe und ihm wurde angewiesen, von nun an nicht mehr über den Jodohof-Vorfall zu sprechen. Wenn er das tun sollte, würde er sofort erschossen werden. Das heißt, ihm wurde gesagt, er soll die Klappe halten, er darf auf gar keinen Fall darüber reden, dass er involviert war, er darf nicht Informationen teilen darüber, was passiert ist. Er darf einfach niemals das Wort Jodohof in den Mund legen und was passiert sein könnte. Er darf es niemals offenlegen, was passiert ist. Und obwohl bis dahin er lebenslang einen Job als Air Controller, als Fluglotse gemacht hat, hat er kurz darauf seinen Job verloren. Wahrscheinlich unter dem Druck, dass er halt nicht Aufmerksamkeit auf sich ziehen soll und dass er da keine Unterstützung für bekommen hat, was echt traurig ist. Und ihm wurde sogar gesagt, dass er mit seiner Familie auch nicht drüber reden darf. Er durfte seiner Frau niemals von der Situation erzählen und auch nicht von seinem Mithandeln erzählen. Und erst als er 60 Jahre alt wurde, hat er die Möglichkeit gehabt, es seiner Familie zu sagen. Ist ja komisch. Und er hat sich erst mit 63 getraut, es seiner Frau tatsächlich auch zu erzählen. Er hat ja im Alter von 28 Jahren diese Situation erlebt, hat ja an diesem Fall geholfen. Und er hatte aber gar keine Wahl, als dann, nachdem was als danach passiert ist, dass er mit seinem Job aufhören musste. Und er musste so ein bisschen versteckt leben, weil er auch so ein bisschen Angst darum hatte, was passiert jetzt. Und weil er dieses versteckte Leben hatte, hatte er auch ein relativ depressives Leben, wo er angefangen hat zu trinken, wo er sich verstecken musste. Er hat eigentlich einen riesen Beitrag geleistet, aber ist eigentlich so ein bisschen in die Schande abgedriftet. Und was so ein bisschen lächerlich ist, weil, wie gesagt, wir wissen ja, ne, dass der Minister, der Kapitän, das sind große Stars geworden. Und weil es war auch ein bisschen bekannt aus Japan, dass natürlich in Korea wichtig involviert war. Und er war so ein unbenannter Held im Endeffekt. Das heißt, keiner wusste genau, wer hat geholfen. Und er musste den Rest seines Lebens verbringen, sich eigentlich wie so ein Verbrecher zu benehmen. Und das Interessante ist, es ist nicht die koreanische News, sondern die japanische Berichterstattung. Die japanische Berichterstattung, also nicht die Koreaner, haben gesagt, in einem 2006 veröffentlichten Dokument kam die südkoreanische Regierung zu dem Schluss, dass die Landung der Jodo auf dem Flughafen Gimpo eine geplante und willkürliche Landung des erfahrenen Kapitäns Shinji Ishida war und bestritt jede unabhängige Beteiligung an dem Vorfall. Wie oben erwähnt, ist es jedoch fast klar, dass die Änderung des Landesplatzes der Jodo tatsächlich auf die Anweisung der ROK Air Force zurückzuführen war. Also Chae-hee-sok hat das ja, also das steht jetzt natürlich nicht im Artikel, aber Chae-hee-sok hat das im Endeffekt geführt. Das heißt, die Japaner haben festgestellt, dass es nicht ihr Kapitän war, sondern dass in Korea dieser Plan durchgeführt wurde von dieser Person, die aber unbenannt ist, in diesem Dokument von 2006 auch noch. Und die Südkoreaner haben bestritten bis dahin, dass sie involviert waren, was ich auch sehr fragwürdig finde. Kann ich aber jetzt nicht nachvollziehen. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen politischen Grund hat, weil wir zu der Zeit noch die Diktatur hatten mit Park Chung-hee. Vielleicht, ich denke mal, dass da der Grund war, irgendwie, dass man auch mit Japan in guter Situation stehen wollte, dass man da wirtschaftlich besser werden wollte. Das kann auch irgendwie so ein bisschen sein. Auf jeden Fall geht es weiter in dem Artikel. Der Fluglotse, der die Anweisungen direkt erteilte, war ein Elitemitglied der ROK Air Force, dem befohlen wurde, nicht über den Vorfall zu sprechen und daraufhin aus dem Militär entlassen wurde. Also im Endeffekt, wir haben ja gehört, er wurde gefeuert. Nach seiner Pensionierung war er in einer schwierigen Situation, aber 20 Jahre nach dem Vorfall konnte er mit Hilfe eines hochrangigen Beamten der Vereinten Nationen, also nicht mal Südkorea, in einem Souvenirladen an der DMZ, also dieser Nicht-Schießlinie, seinen Lebensunterhalt bestreiten. Das heißt, er war 20 Jahre lang, erstmal hat er gesagt, ne, er war so ein bisschen, hat sich versteckt, hat getrunken und erst nach 20 Jahren hat er dann durch jemanden der Vereinten Nationen einen Job gekriegt an einem Souvenirladen, mit dem er seinen Lebensunterhalt verdient. Ist ja auch toll. Oh Mann, oh Mann. Und also wenn man drüber nachdenkt, er hat so eine große Rolle gespielt und eigentlich war er der größte involvierte Person in diesem Fall. Wenn es ihn halt nicht gegeben hätte, wäre vielleicht der Fall ganz, ganz anders ausgegangen. Und dennoch hat man ihn komplett von seinen Kontrollaufgaben ausgeschlossen, man hat ihn von der Militär entlassen. Er ist nicht mehr im Flugzeugbereich tätig, er ist kein Fluglotse mehr und obwohl er 129 Menschen das Leben gerettet hat. Seine Person tatsächlich ist erst seit letztem Jahr, seit 2021 bekannt. Er wurde das erste Mal interviewt in einer Dokumentation in 2021. Ich fand das so süß, es gab da dann Internet-Kommentare natürlich. In Korea ist ja so, dass man Kommentare lesen kann online. Und da hat eine dann geschrieben, oh, ich arbeite in einem Convenience-Store und er ist so total freundlich und herzlicher Halabuji, der immer mal reingekommen ist und dann schon mal Kleinigkeiten zum Essen gekauft hat. Und wenn ich mich gelangweilt habe, dann war er noch geblieben, hat Smalltalk mit mir gehalten und ich habe so erfahren, dass er gut Englisch spricht und dass er mal in der Flugkontrolle gearbeitet hat. Und ich habe einfach nur gedacht, ne, oh, das ist so ein süßer und netter Halabuji, also ein alter Opa im Endeffekt. Und tatsächlich bist du ein richtig cooler Held. Also die Kommentare waren einfach so positiv. Wein anfängst auch so ein bisschen. Seit letztem Jahr ist er erst bekannt und das ist 1970 passiert. Ich finde das so krass, wenn man darüber nachdenkt einfach. Ja, total. Also ich frage mich natürlich, warum. Vielleicht hat man auch diese ganze Operation eher so als
peinlichen Misserfolg gesehen? Meinst du deshalb vielleicht, weißt du, dass man gesagt hat, das ist schlecht gelaufen, wir wollen eigentlich nicht, dass irgendwer davon erfährt in Korea? Dass es halt doch nach Nordkorea ging. Ich weiß es halt nicht, ob man das dann so sieht. Genau. Oder ich denke auf jeden Fall, dass politische Motivation dahinter steckt. Was genau die politische Motivation ist, kann man nicht genau sehen. Vielleicht so ein kleines Tidbit. Wie gesagt, die sind in Nordkorea gelandet. Also die Entführer, ne? Sind in Nordkorea gelandet. Und natürlich der Leiter dieser ganzen Entführung war ja der, der in Japan festgenommen wurde schon, der Takayashi Yomi. Ihm zum Glück ist es auch nicht so gut ergangen. Er wurde ja verhaftet, verurteilt und verbüßte in Japan fast 20 Jahre im Gefängnis. Nach seiner Freilassung im Jahr 1989 bekam er nur einen schlecht bezahlten Job, weil er auch einen schlechten Gesundheitszustand hatte und hat dann im Endeffekt nur als Parkwächter an einem mehrstöckigen Parkhaus in Tokio gearbeitet, wo er dann 2008 aufgehört hat. Weil er natürlich noch gelebt hat, hat er bestätigt, dass er der Plan war, Nordkorea, Kuba so zu vereinigen, dass man die Revolution startet und sowas. Also er hat diese Pläne ein bisschen verdeutlicht und er ist am 14. November 2017 in einem Krankenhaus in Tokio an Herzversagen gestorben. Die Personen, die in Nordkorea gelandet sind, ich habe natürlich nicht alle erwähnt, ein sehr interessantes Mitglied war Moriaki Wakabayashi. Er war ein Bassist einer Avantgarde-Rockband, einer sehr populären Rockband tatsächlich. Die sind gerade richtig berühmt geworden. Also man würde nicht so vermuten, dass einmal so ein Bassist Teil dieser Entführer ist, aber tatsächlich, er war Teil dieser Entführer-Leute. Und Kyodo News hat es tatsächlich geschafft, also die Personen sind es alle nicht in Japan gewesen, Kyodo News hat es geschafft, mit Nordkorea ein Interview zu vereinigen mit diesen Menschen. Das heißt, 2010 hatte im März Kyodo News geschafft, ein Interview aus Nordkorea mit Moriaki Wakabayashi zu führen. Und da hat er dann gesagt, die Entführung sei eine egoistische Tat gewesen, was man sich einfach nur eingebildet hat. Und er fügte hinzu, dass er nach Japan zurückkehren wollte und bereit sei, sich wegen seiner Rolle bei der Entführung festnehmen zu lassen und sich vor Gericht stellen zu lassen. Aber seit den neuesten Informationen lebt er immer noch mit den Mitgliedern zusammen in Nordkorea. Beziehungsweise nicht mit allen unbedingt. Denn 1985 kehrte Yasuhiro Shibata heimlich zurück nach Japan, um Geld für die Gruppe zu sammeln, wurde aber verhaftet und zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Hat ein Flugzeug entführt, wollte eine Revolution starten, kriegt 5 Jahre Gefängnis. Also ich finde dieses System manchmal absolut amüsant, aber ja. Yoshimi Tanaka, ein anderer, der Entführer natürlich, wurde in Thailand mit einer großen Menge Falschgeld festgenommen und dann im März 2000 nach Japan zurückgeführt, wo er natürlich für seine Involvierung verurteilt wurde, starb aber vor der Vollendung seines Gerichtsurteils. Und die anderen Entführer, nach Informationen der japanischen National Police Agency, sind auf freiem Fuß beziehungsweise noch in Nordkorea. Also soweit man weiß, der Anführer der Gruppe, Takamalo, starb 1995. Das andere Mitglied, Kintaro Yoshida, kurz vor 1985. Es gibt eine Person, wo man nicht genau weiß, was passiert ist. Das ist pure Vermutung. Man vermutet, dass Takeshi Okamoto und seine Frau beim Versuch, aus Nordkorea zu fliehen, getötet wurden. Man vermutet es, weil die einzigen Personen sind, von denen man nicht weiß, was mit ihnen passiert ist. Warte mal, seine Frau war auch in dem Entführungsteam? Also die war auch dabei? Ich glaube nicht. Ich glaube, seine Frau war eine Person, die bereits in Nordkorea ist. Nee, tatsächlich eine Japanerin. Okay. Aber ja, Nordkorea hat ja auch eine Vergangenheit mit Leuten, die es aus Japan geholt haben. Ist eine andere True-Crime-Geschichte. Nordkorea hat auch viele Leute aus Japan rübergeholt. Geholt ist der Punkt hier. Ja, genau. Auf jeden Fall ist bekannt, dass Takahiro Konishi, Shiro Akagagi, Kimihulu Umoto und Moriaki Wakabayashi immer noch in Nordkorea leben. Und wie gesagt, alle außer Takeshi Okamoto bestätigt wurden, dass sie noch am Leben waren, als sie natürlich von Kyodo News interviewt wurden. Anscheinend haben die verbleibenden Entführer bei den nordkoreanischen Behörden einen Antrag auf Rückkehr nach Japan gestellt, damit sie auch nach Japan zurückkehren können, sich sogar für ihre Entführung bestraft werden könnten. Anscheinend ist das Leben nicht so großartig, aber jetzt kommt noch dieser fragwürdige Teil, was ich sehr, sehr interessant finde. Alle Entführer haben Twitter in Nordkorea. Die App, mit der man im Internet kommunizieren kann. Und normalerweise ist ja so, dass man denkt so, ach, Nordkorea, kein Internet erlaubt. Wenn man sehr hochrangig ist in Nordkorea, oder wenn man daran glaubt, dass man nicht jemanden hat, der manipuliert wird, sondern andere manipulieren kann, dann erlaubt man denen ja schon mal den Zugriff zum Internet. Und tatsächlich haben diese Entführer Twitter-Accounts. Und auf diesen Twitter-Accounts wurde auch gesagt, dass sie frei sind, sich miteinander mit der Welt zu verbinden, dass sie japanisches Radio und Fernsehen schauen, dass sie sich Sendungen aus den USA ansehen, dass sie sich ausländische Filme und Medien frei ansehen können. Und das ist eine Sache, die absolut erstaunlich ist, wo natürlich auch vielleicht Fragwürdigkeit da sein kann, natürlich. Aber anscheinend haben sie, obwohl sie nach Japan zurückkehren wollen, ein relativ komfortables Exil in Nordkorea oder ein sehr komfortables Leben in Nordkorea auf jeden Fall. Haben aber gesagt, ja, ich habe halt den Gedanken, dass es mein Ziel ist, nach Hause zurückzukehren. Also trotz dieser Situation, in der sie gerade in Nordkorea sind, scheinen sie nach Japan zurückkehren zu wollen. Und das ist das Letzte, was ich von den Entführern aus Nordkorea berichten kann.
Aber verrückt. Das haben sie dann, ich sag mal, doch ziemlich lange noch dort ausgehalten. Also die sind immer noch in Nordkorea, ja, soweit jetzt, ich weiß. Es gibt keine Informationen, dass sie... Beziehungsweise immer noch dort. Weil da kann man jetzt ja wirklich nicht sagen, okay, die gehen jetzt, weil das Leben dort so schlecht ist. Also das hätten sie ja jetzt, da hätten sie ja jetzt nicht 40 Jahre gebraucht, um das herauszufinden, dass das Leben dort schlecht ist. Also anscheinend war das ja erstmal ganz okay dort. Ich meine, das ist... Ja, öfters mal kann natürlich aber auch Menschen im modernen Falle jetzt Propaganda sein. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass jetzt Nordkorea sich sagt, oh, wenn ihr sagt, ihr dürft USA-Filme sehen, dann denken die, dass ihr ein tolles Leben habt. Also das heißt, dass sie ja trotzdem, dass sie nach Hause wollen, ist wahrscheinlich dann Das ist klar, dass sie natürlich, ja, sowas, das werden die schon, das wird schon Propaganda sein natürlich. Aber die Tatsache, dass die halt wieder nach Hause wollen, das ist halt auch manchmal so, dass Menschen im Alter dann irgendwie wieder ihre in ihre Heimat wollen oder sowas wahrscheinlich eher. Also ich glaube jetzt nicht, dass die gehen, weil die sagen, ach so, nee, das ist ja mega scheiße hier in Nordkorea. Aber das haben wir erst nach 40 Jahren gemerkt. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, also die Story ist echt Plot-Twist after Plot-Twist after Plot-Twist. Und so denkt so, nein. Ist ja völlig verworren. Warum gibt's da keinen Film drüber? Das ist die beste Argumentation. Ich habe dir damals, ich habe ja schon mal gestanden, ich habe dir von diesem Fall schon mal erzählt. Ich habe gesagt, ah, ist wahrscheinlich kein Problem, wir reden können, weil Südkorea nicht darüber berichtet. Und ich wollte auf jeden Fall die südkoreanische Seite davon haben. Und erst seit letztem Jahr gibt es Berichte über die koreanische Seite von diesem Fall. Also das ist einfach ein absoluter Film. Wird auch in den Kommentaren von Dokumentation. Warum hat dieser Mann keinen Film? Also warum hat Jae Hee-seok kein Film über sich. Das ist absolut verrückt, was passiert ist. Das stimmt wirklich. Also du hast ja schon mal du hattest diesen Fall mir angedeutet, aber diese ganzen genaueren, also Details waren mir jetzt ja alle überhaupt nicht bewusst. Du hattest mir das eher so in 30 Sekunden erzählt von diesem Fall. Und ich hatte aber meinen Mann darauf angesprochen mal und er hat auch gesagt, hä, nee, habe ich noch nie gehört. Was ist das denn? Also es stimmt wirklich, dass es Das ist ein kleiner Fall. Gänzlich unbekannt. Ist super, super interessant, sich damit zu, auch wenn man irgendwie nach Videos oder auf YouTube, jetzt vielleicht so 5 Leute davon berichtet haben, ist irgendwie schade, aber es ist schon echt krass irgendwo. Jetzt würde mich nochmal interessieren, das muss ich dann aber privat mal recherchieren. Das sprengt jetzt wieder den Rahmen, aber jetzt würde mich mal interessieren, wie war denn die politische Lage in Japan damals, dass Menschen so motiviert waren, da terroristisch-kommunistische Vereinigungen zu bilden? Was ich so interessant finde, ich habe mit Koreanern vor kurzem darüber geredet, jetzt vorher durch die Königin gestorben ist, dass Japan noch relativ stark an ihrem Emperor hält, dass sie noch dieses Imperialsystem haben, dass das natürlich im totalen Gegensatz zu kommunistischen Idealen steht. Also ich denke, wenn man an sich einfach kommunistische Ideale hat und natürlich eine Regierung lebt, die natürlich im Gegensatz dazu steht, auch, haben wir auch nie erwähnt, aber seit Gwangju zum Beispiel in Korea, ist auch in den koreanischen Schulen die rote Bewegung größer geworden. Und man muss einfach nur eine Regierung haben, die im Gegensatz zu dem steht, woran man selber glaubt, denke ich. Stimmt, hast du recht, ja natürlich. Das provoziert dann natürlich die Gegenbewegung. Ja, das stimmt. Ja, vielen Dank für diesen Fall. Ups and downs. Ich bin gespannt, was unsere Zuhörer sagen, was ihr davon haltet. Habt ihr von diesem Fall schon mal gehört? Was denkt ihr, was alles passiert ist? Und schickt ganz, ganz viel Liebe an Jae Hee-seok. Im Gedanken, er ist total süßer alter Opa. Ist komisch, das zu sagen irgendwie eine alte Person, die ein Held ist. Aber er ist echt ein total süßer Opa, wenn man sich Interviews von ihm ansieht. Ich hoffe, dass er ein ganz tolles Leben als Held noch verbringen kann. Ja. Wenn euch dieser Fall interessiert hat, dann schreibt uns doch gerne einmal eine E-Mail an pochatalk@gmail.com. pochatalk@gmail.com. Und weiterführende Infos zu dieser Episode und auch zu allen anderen Episoden findet ihr unter pochatalk.de. Yay, da freuen wir uns auf Antwort von euch und ich hoffe, der Fall hat euch gefallen und wir freuen uns natürlich, wenn ihr irgendwie noch mehr Informationen vielleicht sogar habt oder noch mehr andere Fälle kennt, weil ich finde es immer interessant, von Sachen zu hören, die irgendwie so ergraben wurden von der Vergangenheit, weil diese Fälle, dieser Fall jetzt oder auch der Fall mit Susie Kim zum Beispiel, das sind Sachen, die alle so vergraben wurden, die erst Jahre später herausgefunden wurden und es ist irgendwie interessant, wenn Leute auch die Anerkennung bekommen, die sie eigentlich verdienen. Wie gesagt, der Entführer hat ein Buch geschrieben, das man kaufen kann, aber kaufen konnte, ich weiß nicht genau. Aber ich habe es von Leuten in der Hand gesehen bei der Dokumentation und denke nur so, aber der Name von Jae Hee-seok ist nicht bekannt. Was ist hier los? Naja, mit diesem Fall würde ich dann sagen, könnt ihr endlich euren Tag beginnen. Wir wollen euch nicht länger hier festhalten. Habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Annyeong.